So, also, wie jeden Mittwoch ist Nikolai gerade gekommen, Nikolai U, um das wöchentliche Joe Fix für verrückter Stoff zu machen. Aber er weiß von nichts. Ich habe Angst. Es geht um Folgendes. Du musst dir jetzt vorstellen, du möchtest in ein Restaurant gehen. Okay. Und dich empfängt eine junge Dame. Ja. Und ihr kommt ins Gespräch. Und du weißt, das ist ein ganz besonderes Restaurant. Okay. Man muss hier eine Maske jetzt haben. Nee, du brauchst keine Maske. Okay. So ein Restaurant ist das nicht. Okay. Und das Ding dabei ist, das, was die Frau sagt, das ist schon eingesprochen. Aber deine Reaktion, die ist noch nicht eingesprochen. Okay. Los geht's. Du musst jetzt einfach immer reagieren, ne? Ja. Der Kannibale. Hier wirst du zum Essen. Auf ein Immerwiedersehen. Ja, ihn auch. So begrüßt man sich hier. Ach so, auf ein Immerwiedersehen. Zweimal. Folge mir erstmal. Okay. Ja. Hallo, wo ist... Ja? Ich würde gerne was bestellen, aber ich habe keine Karte. Du hast keine Ahnung. Warte hier kurz. Hier hast du Infos und die Einverständniserklärung. Einverständnis? Hallo, können Sie nochmal herkommen? Ja, bitte? Ich hätte gerne ein Glas Sekt und die Nummer 63. Ist sie mit Gluten? Das hier? Ja. Dein Körper wird zu Wurst verarbeitet. Das hört sich gut an, ja. Ich frag mich, ob du gut schmecken wirst. Nee, glaube ich nicht. Dunkelhaarige haben einen rauchigen Geschmack. Das habe ich ja noch nie gehört. Oh. Man mag das hier gerne. Was? Ich kann es kaum abwarten, deine Augen zu schlürfen. Ah ja, das hört sich lecker an. Leute in deinem Alter schmecken super. Ich bin auch dafür. Ja, wie lange möchtest du gekocht werden? Also ich würde sagen Medium, so 5 Minuten. Mhm, eine gute Zeit. Dein Fleisch wird zart sein. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und ach wirklich? Ist das wahr? Nein, vergiss es. Das war nur Spaß. Ich habe mit meinem Koch gesprochen. Er will dich treffen. Nebenan. Am liebsten gleich. Mich? Mhm. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Wirklich der Koch? Mit mir? Persönlich? Oh, da hast du natürlich recht. Aber das muss ja nichts heißen. Ich verstehe nicht, was Sie sagen, aber ich werde gerne mit dem Koch... Wow. Oh, ein interessanter Gedanke. Bist du sicher? Okay, gut. Und, freust du dich schon? Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, aber inzwischen habe ich auch keine Lust mehr und mir ist langweilig. Ja, eine gute Idee. Ah, du hast deine eigene Gewürzmischung dabei? Ja, die habe ich immer dabei für solche Fälle. Das kann man immer gebrauchen, wissen Sie. Okay, das ist gut. Bisschen Schnittlauch und Thymian. Nein, das hast du falsch verstanden. Ich habe damit gar nichts zu tun. Es kocht hier nur der Chefkoch. Ja, das haben Sie schon mal gesagt. Wollte der nicht mit mir reden? Hallo, ich hätte gerne einmal... Und du bist dir ganz sicher, dass du es willst? Ja, ich habe darüber nachgedacht und bin zu 100%ig sicher. Die Küche, in dem der Koch dich verarbeiten wird, ist gleich da drüben. Dritte Tür links, linker Gang rechts, rechte Seite. Ja, ich gehe dann mal los. Bis später oder auch nicht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, es wird was. Auf Nimmer Wiedersehen. Ich esse dich später. Ja, guten Appetit mit mir. Ich kann nicht mehr. Was ist das?
Ja.